Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch gerne die komplette Questreihe für Romeo und Julia in Hypixel Skyblock zeigen, welche euch am Ende mit einem neuen legendären Talisman belohnt. Doch zunächst habt ihr wieder die Möglichkeit, 250.000 Coins bei meinem Giveaway zu gewinnen, wenn ihr Abonnent des Kanals seid und euren Ingame-Namen in die Kommentare schreibt. Zudem würde es mich sehr unterstützen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Der Gewinner wird dann am Sonntag, den 24. November, ausgelost und den Gewinner des letzten Giveaways findet ihr in der Videobeschreibung. Doch zurück zu der Questreihe. Um diese zu starten, müssen wir zunächst zu Julia, welche wir im Dschungelgebiet des Parks hinten links finden. Anschließend müssen wir nach Romeo suchen, welcher sich in der Höhle unter dem Haus vom Master Tactician Funk befindet. Für Romeo müssen wir danach 4 Goldnuggets in der nahegelegenen Mine erfahren und diese zu ihm bringen. Nachdem wir Romeo die 4 Goldnuggets gegeben haben, müssen wir zu Julia zurück, welche uns nun den Talisman der Liebe gibt, welchen wir im Verlauf der Questreihe immer weiter upgraden. Nun müssen wir erneut nach Romeo suchen, welcher diesmal im Hub bei dem Blumenhäuschen ist, und hier müssen wir ihm nun 16 Mohnblumen geben. Dafür bekommen wir einen Rosenstrauß, welchen wir nun wieder zu Julia bringen müssen, welche dafür unseren Talisman upgradet. Anschließend müssen wir erneut ins Hub, um Romeo zu finden. Diesmal versteckt er sich auf dem Friedhof bei diesem altarähnlichen Gebilde mit dem Emerald Block im Zentrum. Dort müssen wir ihm einen Stack Emeralds geben. Als Belohnung bekommen wir ein Fake Emerald Altar, welchen wir erneut zu Julia bringen müssen, um unseren Talisman weiter zu upgraden. Danach müsst ihr in den Blazing Fortress. Im linken Teil der Festung finden wir dann erneut Romeo bei der größeren Netherwarzen Farm. Nun müssen wir ihm einen roten verzauberten Pilzblock geben, welchen ihr mit Level 8 in der Pilz Collection freischaltet und der mit 9 Stacks roten Pilzblöcken gecraftet wird. Dafür erhaltet ihr von Romeo eine Pilz- und Warzensuppe. Mit der Suppe gehen wir erneut in den Park zu Julia, um unseren Talisman weiter zu upgraden. Nun müssen wir ins Hub und den Berg nach oben klettern. Dort finden wir Romeo auf der Plattform, die Richtung der Ruine zeigt. Für Romeo brauchen wir nun einen Hasen-6-Trank mit Koffein. Dafür müsst ihr Level 4 in der Hasen-Collection sein, um die verzauberte Hasenpfote zu craften, mit der ihr einen Hasen-3-Trank erzeugt, und mit einer verzauberten Redstone-Lampe aus der Glowstone-Collection Level 8 könnt ihr den Trank auf Stufe 6 upgraden. Der Trank muss aber auch einen Koffeineffekt haben. Den Kaffee dafür könnt ihr beim Wirt kaufen, welcher im gleichen Haus wie der Slayer-Questgeber ist, und diesen verwendet ihr beim Brauen wie eine Awkward Potion. Wenn wir Romeo nun den Hasen-6-Trank mit dem Koffeineffekt geben, bekommen wir ein Stück Mond, welches wir nun wieder zu Julia bringen dürfen, wodurch sie unseren Talisman weiter upgradet. Anschließend müsst ihr an die Goldmine nach unten gehen, wo wir Romeo finden, welcher von euch nun einen enchanteten Lava Bucket haben möchte, den ihr mit Level 4 in der Kohle Collection freischaltet. Dafür bekommen wir ein geheimes Geschenk, mit welchem wir nun erneut zu Julia gehen, um unseren Talisman weiter zu upgraden. Danach müssen wir im Hub in die Wildnis Richtung Feenteich gehen, um dort den Baum nach oben zu klettern, um Romeo zu finden. Da wir nun mindestens 1292 Intelligenz benötigen, solltet ihr am Tag mit einer vollen Wise Crystal Rüstung hierher kommen, welche ihr mit 24 Crystal Fragments craften könnt. Wenn eure Intelligenz trotz der Rüstung nicht ausreicht, könnt ihr noch einige eurer Talisman auf Bizarre, Demonic oder Pretty reforgen, um die nötige Intelligenz zu erreichen. Wenn ihr dann genügend Intelligenz habt und mit Romeo redet, erhaltet ihr einen gelösten Rubik's Cube. Mit dem gelösten Rubik's Cube im Gepäck geht es nun wieder zu Julia, welche unseren Talisman weiter upgradet und uns erneut auf die Suche nach Romeo schickt. Dort müssen wir erneut ins Hub und dort ins Kolosseum, wo wir dem Weg links folgen, um Romeo zu finden. Dort geben wir ihm einen Emerald Blade, welches ihr ab Level 8 in der Emerald Collection craften könnt, um ein Gedicht der wahren Liebe zu erhalten. Das Gedicht bringen wir erneut zu Julia, um unseren Talisman weiter zu upgraden. Anschließend müsst ihr in die Mushroom Desert und dort ganz nach hinten laufen, wo ihr Romeo in der kleinen Hütte findet. Dort müsst ihr ihm ein Flower Minion geben, dabei ist es komplett egal, welches Level der Flower Minion hat. Für den Minion bekommt ihr einen Blumenwirbelsturm, den ihr erneut Julia in den Park bringen müsst, um euren Talisman weiter zu upgraden. Nun erscheint auch Romeo neben Julia und ihr benötigt nur noch einen Anzug, den ihr im Hub beim Schneider für 3 Millionen Coins kaufen könnt. Wenn ihr nun mit beiden redet, erhaltet ihr auch das letzte Geschenk, welches ihr Julia geben müsst. Damit ist unser Ring der Liebe auch auf die maximale Stufe geupgradet und wir sind ein paar Millionen ärmer, aber dafür sind die beiden wieder glücklich vereint. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst doch gerne mal ein Abo da, um in Zukunft weitere Tutorials rund um Hypixel Skyblock zu sehen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ciao!